Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid und mich bei meiner Reise durch Tsushima begleitet. Vielen Dank natürlich auch an die Bewertung aus dem letzten Video. Ihr merkt schon, es ist stürmisches Wetter und wir sind inzwischen bei einer weiteren Nebenmission angekommen. Ich habe mich da schon mal in das Lager der Überlebenden begeben. Hier sollen wir den Sensei Ishikawa treffen. Und als Belohnung gibt es zweimal Seide. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, denn ich hatte jetzt zuvor in der Ausrüstung mal geschaut, was können wir demnächst weiter upgraden, aufwerten. Und da bin ich auf die Kleidung gestoßen. Unsere Samurai-Clan-Rüstung steht kurz vor der maximalen Aufwertung, Clan-Rüstung 4. Und wenn wir jetzt mal schauen, wir brauchen insgesamt 6 Seide. Vorräte, die sollten sich mit der Zeit über ansammeln, aber Seide findet man jetzt nicht so oft. Und hier bekommen wir halt als Belohnung zweimal Seide. Ich suche einen Samurai, einen Schützen. Der Sensei war Richtung Küste unterwegs. Er meinte, ihr solltet zu ihm stoßen und mit ihm jagen. Ihr wüsstet, was gemeint ist. Wir wüssten, was gemeint ist. Okay. Ach komm, wenn es schon mal hier steht, dann nehmen wir es auch. Zur Küste mit ihm jagen. Das klingt... Oh ja. Das klingt ja schon nach einem Gemetzel. Sensei Ishikawa hat Ärger. Inzwischen schießen jetzt schon 3 Pfeile ab. Wir haben zwar die Fähigkeit, die Pfeile abzuwehren. Sakai, hier drüben. Haltet den Kopf unten. Seid verwundet. Das überlebe ich. Ihr hättet beim Lager auf mich warten sollen. Ich hatte eine Spur zu Tomoe. Ich durfte sie nicht verlieren. Waren das Ihre Schützen? Einer von ihnen rief meinen Namen. Es kommen noch mehr. Versorgt eure Wunde. Ich erledige das. So, das war jetzt ein bisschen hastiger Start. Gucken wir mal, wie es weiterläuft. Und das ist auch mal eine Herausforderung, nur gegen Bogenschützen anzutreten. Gar nicht schlecht, Sakai. Sie hatten euch umzingelt. Tomoe hat sie gut trainiert. Nicht deshalb konnten sie euch flankieren.
Wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es. Ihr habt sie nicht bemerkt, weil ihr zu sehr auf Tomoe fokussiert wart. Selbst ich mache Fehler, Sakai. Nein, ihr nicht. Außer bei ihr. Wir sollten weiterziehen. Hier! Was wisst ihr über das Lager? Größtenteils Bogenschützen. Sie begleiten Tomoe auf Raubzügen in ganz Akashima. Sie hat ihr Vertrauen gewonnen. Sie ist ein nützliches Werkzeug zum Erobern. Zumindest vorerst. Tomoe hinterging euch, bevor sie zu den Mongolen stieß. Aber ihr habt mir nie erzählt, was genau passiert ist. Sie nutzte meine Lehren, um Attentätern zu helfen. Sie zahlten gut. Das erklärt nicht, warum sie euch angriff. Sakai, was macht ein Samurai mit einem Attentäter? Ihr habt euch gerecht. Sie angegriffen. Ich habe Tomoe wie jeden gewöhnlichen Mörder bestraft. Sie war eure Schülerin. Ich mache keine Ausnahmen, Sakai. Was ist das dort vorne? Sie jagen zum Spaß Menschen. Nicht zum Spaß. Sie üben. Das ist grausam. Sich an Gewalt zu laben, schwächt den Krieger ebenso sehr wie Völlerei. Ihr habt gesagt, Tomoe wollte in eurem Dojo lernen. Was hat sie davor gemacht? Ihre Mutter stammte aus einer Händlerfamilie in Umugi. Ihren Vater kannte sie nicht. Warum fragt ihr? Niemand lernt das Töten über Nacht. Auch kein Wunderkind mit dem Bogen. Der Blutdurst wurde ihr in die Wiege gelegt. Wieder einmal Tomoes Werk. Ihre Schützen jagen die Menschen von Akashima wie Hunde. Tomoe und ihre Gefährten gieren zu sehr nach Gewalt. Ein Mörder meistert seine Waffe. Ein Samurai sich selbst. Ihr habt euer Leben dem Bogen gewidmet. Dem Bogen, das stimmt. Doch nicht dem Töten. Das ist doch Haarspalterei. Einst band ich einen verletzten Diener mit einer Bogensehne in den Sattel. Als ich kein Messer hatte, schnitt ich mit einem Pfeil Kopffleisch. Ihr sagt, ein Bogen ist mehr als eine Waffe. Und ein Samurai ist mehr als ein Mörder. Wenn Tomoe nicht mit sich reden lässt, bleibt nur eins. Wir müssen sie töten. Ich war ihr Lehrer. Ich trage Mitschuld an ihren Taten. Ich beende das. Ihr tragt nur die Schuld, wenn ihr ihren Blutdurst geschürt habt. Ich wählte sie aus. Ich hätte die Finsternis in ihr sehen sollen. Habt ihr aber nicht. Das macht euch Angst. Es ärgert mich. Wir sind fast da. Wir machen es wie bei vor Nakayama. Das Lager beobachten, nach Schwächen suchen. Ein Plan schmieden. Ganz recht, Sakai. Zweimal schauen, einmal schießen. Von hier aus gehen wir zu Fuß. Ich höre sie. Gegen Samurai zu kämpfen. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Der Bogenstil der Mongolen. Eine Mischform. Tomoe bildet sie aus. Wir nehmen das Lager ein. Dann suchen wir sie. Sobald er angreift, finden meine Pfeile ihr Ziel.
So. Kurzer Abstecher, dann geht's gleich rüber. Ich weiß, da wartet schon der nächste Kampf. Ich habe mich im Burkaneda nicht getäuscht. Ihr werdet besser. Tomoe ist nicht hier. Ganz sicher? Sehen wir uns um. Na, vielleicht ist jetzt dieser Zettel wichtig, den wir auf der anderen Seite gerade gesehen hatten. Dann konnte ich ihn noch nicht anklicken. Warenliste. Japanische Bögen und Ziele. Lieferorte in ganz Toyotama. Sie baut noch mehr Ausbildungslager auf. Eins in Otsuna, eins in Kushi. Und ein weiteres. Eine Nachricht. Auf Japanisch. Was steht darin? Großkhan. Eroberer von Tsushima. Vor Jahresende werden eure Bogenschützen wissen, wie man Samurai tötet. Und ich bringe euch die Köpfe von Sensei Ishikawa und Jin Sakai. Tomoe war hier. Ich gab ihr alles. Und sie warf es weg. Sie ist eine Gefahr. Das kann nur auf eine Art enden. Ich weiß, was zu tun ist. Wissen und Tun sind nicht dasselbe. Ihr stellt in Frage, dass ich Samurai bin? Tomoe war mein größter Erfolg. Doch wenn ich muss, werde ich sie töten, um diese Insel zu retten. Das ist meine Pflicht. Diese Liste. Mit ihr können wir die anderen Lager finden. Und wir beenden Tomoes Verrat. Sakai! Ihr seid ein guter Krieger und könnt ein großer Anführer sein. Doch hinterfragt nie mehr meine Integrität. Hat ein bisschen sauer gemacht. So, ich würde mal gucken, ob wir vielleicht jetzt schon die anderen Lager finden. So, hier oben ist gerade was aufgeploppt. Gucken wir mal. Der Schrecken von Utsuna. Ja, das ist schon noch ein Stückchen nach oben. Da würde ich sagen, wir gehen einfach mal die nächsten Symbole durch. Jetzt sind wir ein ganz schön ein Stückchen geritten. Den Schrein kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ja, nicht abgeschlossen, genau. Das haben wir gar nicht gemacht. Da sind wir einfach dran vorbeigeritten. Hier haben wir noch ein Fragezeichen und wir stehen ja kurz vor Kenshis Geschichte. 2 von 3. Naja, würde ich sagen, da können wir doch mal vorbeischauen. 300 Meter. Da können wir das Pferd nehmen. Los jetzt, Lobo! Okay, jetzt sind wir, ich will nicht sagen, dran vorbeigeritten, aber wir gehen doch erstmal zu unserer Mission. Fürst Sakai! Kenji, was tut ihr da? Ihr seid auf eine grandiose Gelegenheit gestoßen, mein Herr. An dieser Straße liegt ein feindliches Lager voller Nahrung, Kleidung und Medizin für Dutzende Menschen. Hunderte. Und die Mongolen sind ausgeflogen. Eine reife Pflaume, die gepflückt werden will. Und was verschweigt ihr mir? Die Situation ist ganz einfach. Keine Mongolen, viele Vorräte. Wir bedienen uns, um dem Volk zu helfen. Möglicherweise kommt ja was Gutes dabei heraus. Ich folge euch. Ich wusste, ihr würdet verstehen, Fürst Sakai. Wer bezweifelte noch, dass das so einfach sein wird? Wie habt ihr dieses Lager gefunden? Ich folge diesen Kerlen schon eine Weile. Sie sind so arrogant, dass sie ihr Lager während Raubzügen unbewacht lassen. Auf wen habt ihr an der Straße gewartet? Wer? Ich? Auf niemanden. Ich war unterwegs zum Lager, als ihr vorbeikamt. Ein paar Überlebende haben bei der Yarikawa-Festung Zuflucht gesucht. Sie brauchen Vorräte. Genau solchen Leuten versuche ich zu helfen. Das wäre ein Witzbold. Was habe ich euch gesagt? So schön, dass man weinen möchte. Seht euch um. Nehmt, was ihr tragen könnt. Reichlich Essen. Fisch, Gemüse, Reis und Hirse. Japanische, nicht mongolische. Sie finden Gefallen an unserer Küche. Kenji, hier drüben sind Essen und Medizin. Ein Sakefass. Wisst ihr etwas darüber, Kenji? Glaubt ihr, ich bin der Einzige auf der Insel, der den Mongolen Sake verkauft? Hm? Ja. Mein Herr, das betrübt mich. Kleidung, Leder, Seide, Holz. Damit könnten wir vielen Menschen helfen. Ich hab doch gesagt, ist eine gute Idee. Ja, nun weiß ich wieder, wer der Kenji war. Der Sakebrauer. Kenji, ich bring dich um! Wer seid ihr? Der Mann, der Kenjis Leben ein Ende setzt. Du hast mich dem Tod überlassen. Nein, gar nicht wahr! Ich habe Hilfe dabei. Das ist Fürst Sakai. Auch bekannt als Sagt der Geist. Sagt mir jemand, was hier vor sich geht? Jetzt! Kenji hat mich in die Falle laufen lassen. Das war keine Falle! Die Mongolen sollten für das ganze Zeug hier bezahlen. Taten sie aber nicht. Und dann haben sie meinen Freund Natu als Geisel genommen. Sie sollten für das hier bezahlen?
Hört ihr? Sie kommen zurück! Bitte, schneidet mich los! Wo habt ihr diese Vorräte her? Wir haben sie Strohhüten gestohlen. Fürst Zakai, könnt ihr die Mongolen ablenken? Damit ihr fliehen könnt? Nicht ganz. Ich habe eine Idee. Vertraut. Schluss mit den Ideen, Kenji. Nehmt euren Freund und geht. Ja. Verschwindet. Lenkt die Mongolen ab. Ablenken oder töten? Legium Harsinta. Seyorsa. Alstil. Hotoron. Ein Bär? Das nicht mehr unsere Verbündeten. Oh, der kämpft hier mit dem Bären. Upsala. Freund, ihr könnt rauskommen. Es ist sicher. Hier drüben! Wir sind eingesperrt! Was haben sie denn jetzt gemacht? Ach, da sind zwei Dapper. Fürst Zakai! Holt uns hier raus! Bitte, mein Herr! Lasst uns hier nicht sterben! Ich komme. Fürst Zakai! Oh. Gut gemacht. Wir dachten, hier drin wäre es sicherer. Dann fiel das Schloss zu. Danke, Fürst Zakai. Ja, hab Dank. Ihr wisst, was jetzt passiert. Ich rolle dieses Sakefass bis ganz nach... Renji, ich glaube, er ist wütend. Fürst Zakai. Wir hatten immer die Absicht, unsere Güter mit bedürftigen Überlebenden zu teilen. Im Lager außerhalb von Yarikawa. Sammelt alles, was ihr könnt. Und wenn ich dieses Lager besuche, wird es vor Essen und Medizin aus allen Nähten platzen, richtig? Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Die sind lustig, die beiden. Das war von Anfang an eine schlechte Idee. Warum schlecht? Hat doch perfekt funktioniert. Das nennst du perfekt? Die Mongolen sind tot. Die Strohhüte sind tot. Und wir haben, was wir wollten. Die Überlebenden von Yarikawa haben doch, was sie wollten. Und wir werfen mal einen Blick auf die Karte. Ja, wird eigentlich Zeit, dass wir noch ein paar Fragezeichen erkunden. Hier sind, wartet mal. Hier sind wir doch noch gar nicht, oder? Die Mauern von Yarikawa.
Nee. Pass auf, da gehen wir zuerst mal hin. 200 Meter. Kann sie nicht entscheiden. Wir können nicht durch eine Belagerung marschieren. Wir finden einen Weg. Die töten uns doch sofort. Wir haben dich aus Asamo befreit. Und ich wäre fast gestorben. Jin, da bist du ja. Grüße. Was tun diese Menschen vor der Stadtmauer? Die Mongolen umzingeln Yarikawa. Niemand kommt hinein. Fürst Shimuras alte Rivalen zu gewinnen, war von vornherein schwer. Doch jetzt. Jetzt brauchen auch sie Verbündete. Denk mal nach. Wir helfen ihnen gegen die Mongolen und sie helfen uns. Ich brauche ihr Wort, bevor ich für sie kämpfe. Doch wir kommen nicht einmal in ihre Stadt. Doch, das geht. Durch den geheimen Eingang. Damals waren wir Kinder. Selbst wenn es ihn noch gibt, kommen wir nicht ran. Versuchen wir es. Ich weiß, von wo wir einen Weg zur Umgehung ausspähen können. Seltsam, nach all den Jahren wieder hier zu sein. Überall kommen Erinnerungen zurück. Dann sieh nicht so viel an. Wart ihr hier, als die Yarikawa-Rebellion begann? Nein. Wir gingen Jahre zuvor, als Kinder. Brachten eure Eltern euch weg? So in der Art. Das klingt nicht gut. Sie kommen zur Stadt. Lasst sie vorbei. Alles sauber, hier lang. Das will ich nicht sehen. Haben Schlimmeres gesehen. Das war unsere Heimat. Früher oder später kommen wir alle nach Hause, wo die Vergangenheit wartet. Unser Zuhause. Umzingelt vom Feind. Yarikawa hat keine Chance. Yuna. Wo ist der geheime Eingang? Siehst du den Fluss an der Stadtmauer? Bring uns dorthin. Ich mache den Rest. An der Armee kommen wir nicht vorbei. Und was, wenn wir den Eingang finden und die Mongolen uns sehen? Wir verurteilen die Stadt zum Tod. Taka, ich habe eurer Schmiedekunst vertraut. Jetzt müsst ihr mir vertrauen. Ja, mein Herr. Ich weiß nicht, wie wir es zum Fluss schaffen sollen. Wir finden einen Weg. Gegen so viele Mongolen sind die Mauern machtlos. Die Asaumo-Bucht ist gefallen. Yarikawa wird es auch. Ich kenne diese Leute. Sie ziehen den Tod der Sklaverei vor. Wir könnten die Mongolen angreifen. Sie weglocken. Bitte. Nein. Taka hat recht. Zu riskant. Der geheime Eingang war immer dort drüben, hinter dem weißen Baum. Hoffentlich haben die Mongolen ihn nicht entdeckt. Wir müssen nur einen Weg durchs Lager finden. Sobald wir am Wasser sind, sollten wir den Eingang leicht finden können, ohne entdeckt zu werden. Das ist unser Plan? Durch ein riesengroßes Mongolenlager schleichen und hoffen, dass der geheime Eingang aus unserer Kindheit noch immer da ist? Bleibt bei mir, Taka. Verlasst euch drauf.
Gehen wir. Ich riskiere tatsächlich mein Leben, um in dieses Loch zurückzukommen. Das war deine Idee. Ich muss mich vor deinem Onkel beweisen und Geleit von dieser Insel verdienen. Ich machte es hier. Du warst zu jung, um zu wissen, wie es wirklich war. Yarikawa ist ein hässlicher Ort für ein Mädchen, das bettelarm ist. Seid ihr deswegen gegangen? Nein, ich habe uns Ärger reingebracht. Du konntest nichts dafür. Wir müssen zuerst den, der im Gras sitzt. Hofft man, dass wir hier rumkommen. Sicher, dass das eine gute Idee ist? Seid fluchtbereit. Chiharu! Ah, verdammt, schön entdeckt. Was ist Betty? Und das Samurai Schild! Ach, Mission gescheitert. Aber ich denke mal, wir starten weiter unten. Gehen wir. Ich riskiere tatsächlich mein Leben, um in dieses Loch zurückzukommen. Das war deine Idee. Ich muss mich vor deinem Onkel beweisen und Geleit von dieser Insel verdienen. Ich machte es hier. Du warst zu jung, um zu wissen, wie es wirklich war. Yarikawa ist ein hässlicher Ort für ein Mädchen, das bettelarm ist. Seid ihr deswegen gegangen? Nein, ich habe uns Ärger gebracht. Du konntest nichts dafür. So, jetzt warten wir auf die Pferdepatrouille. Kommt zurück. Gut, was mit dem Show. Sicher, dass das eine gute Idee ist? Fluchtbereit. Schnell zum Busch, schnell zum Busch. Jammer stört mir da. Der in der Witz. So, jetzt müssen wir überlegen, wie wir das schaffen. Hier drüben haben sie gesagt, wenn wir zu diesen Zellen gehen, verlassen wir das Zielgebiet. Zum Fluss sollen wir gelangen. Was passiert, wenn wir einfach rübergehen? War nicht in die Festung hier rein? Jin zum Fluss. Hieß du nie genau Jin? Früher fingen wir hier Libellen. Stimmt's?
und machten sie zu Ketzern. Wir taten so, als wäre einer ein Yarikawa-Samurai und die andere, ein Shimura-Samurai. Und Shimura verlor immer. Interessante Wahl. Unter der Wasserwahl. So, jetzt haben wir es geschafft. Und wird auch noch benutzt. Sie haben wohl deshalb so lange durchgehalten. Wenn wir oben sind, überlass mir das Reden. Deine Heimatstadt. Wer seid ihr? Wie seid ihr reingekommen? Mein Bruder und ich sind hier geboren. Haben die Mongolen euch gesehen? Nein. Wir sind hier, um ihre Belagerung zu brechen. Sagt mir zuerst, welchem toten Samurai ihr die Ausrüstung gestohlen habt. Er ist kein Dieb. Er ist der Geist. Der Geist? Ich bringe euch zu Uchimasa. Aber gebt Acht. Hier ist jeder bewaffnet. Los, sagt es dem Statthalter! Wird gemacht! Uchimasa. Das ist der Name von Fürst Yarikawas jüngstem Sohn. Doch mein Onkel zerschlug ihren Clan, als er sie besiegte. Die Familie regelt hier noch immer alles. Inoffiziell. Dein Onkel hat eine Rebellion beendet und dafür gesorgt, dass eine Generation den Shimura-Clan hasst. Die Mongolen überqueren die Brücke! Ihr drei, mir nach. Und bleibt dicht dran. Was ist hier los? Da passiert was am Haupttor. Das klingt nicht gut. Das ist ihr Anführer. Werden die etwa angreifen? Finden wir raus, was sie wollen. Armament, Bürger von Yarikawa. Ich bin Temuge, Anführer dieses Kriegstrupps. Ich lernte eure Sprache, um euch eine Zukunft anzubieten. Öffnet eure Tore, bevor mein Lager die schwarze Flagge hisst und euch wird große Gnade zuteil. Weigert euch und euch widerfährt schreckliches Leid. Trefft eure Wahl. Yarikawa. Sie gehen. Los jetzt. Wenn Yarikawa sich ergibt, bekommt Fürst Shimura keine Armee. Keine Sorge. Die sind zu stur, sich zu ergeben. Wenn sie es nicht tun, gibt es ein Blutbad. Sie brauchen meinen Onkel so sehr wie er sie. Nur gemeinsam haben wir eine Chance gegen die Eindringlinge. Die Leute hier erinnern sich ungern an Fürst Shimura. Wenn Yarikawa überleben will, muss es die Vergangenheit loslassen. Leichter gesagt als getan. Uchimasa weiß, dass ihr hier seid. Geht ihr vor. Ich schaue nach dem Schwertschmied. Ist das nur der Anfang? Fürst Sakai. Uchimasa Yarikawa. Dass Fürst Shimuras Neffe hinter dem Geist steckt, hätte ich wirklich niemals gedacht. Seid lieber vorsichtig, sonst bestraft er euch. Wie schon meine einst große Familie. Für die Rebellion gegen euren Jito. Das ist Jahre her. Wir alle haben jetzt größere Sorgen. Wer ist das? Eure Dienerin? Ich stamme von hier. Doch ihr helft dem Shimura-Clan. Nein, ich kämpfe für Fürst Sakai. Für den Geist. Wir können helfen, die Belagerung zu brechen. Dafür erbittet Fürst Shimura eure Hilfe. Die Mongolen wollen das Festland erobern. Sie werden bald abziehen. Und Yarikawa wird überleben. So wie immer. Das hätte besser laufen können. Suchen wir Taka. Uchimasa ist ein Narr. Er kann überzeugt werden. Die ganze Insel brennt. Und Yarikawa als nächstes. Wenn ihn das nicht überzeugt, was dann? Taka hat diesen Schwertschmied täglich besucht. Wenn er Metall übrig hatte, ließ er mein Bruder so tun, als würde er Schwerter schmieden. Kannte dich der Schwertschmied noch? Shinsuke ist verstorben. Es ist sein Sohn. Wie lief es? Uchimasa glaubt, sie könnten die Belagerung aussetzen. Laut dem Schmied sind die besten Bogenschützen gegen die Mongolen losgezogen. Gegen Uchimasas Befehl. Sie sind seit Tagen vermisst. Wenn wir sie finden, helfen sie uns womöglich gegen die Mongolen. Das könnte auch die Stadt überzeugen. Such mich bitte in Alt-Yarikawa auf. Dort suchen wir nach ihnen. Und zeigen Yarikawa, wie man sich wehrt. Okay.
Kurze Unterbrechung. Shinsukes Sohn hat den Stein noch. Mit dem du deine Schwerter geschmiedet hast? Er ist so klein. In meiner Erinnerung ist er riesig. Du verbrachtest Stunden mit ihm. Ich muss... So, da haben wir gerade gesehen, was aufgeploppt ist. So, wir sollen ja die Bogenschützen ausfindig machen. Hier gibt es das Lager, da können wir direkt hinreisen. Machen wir. Da müssen wir uns jetzt nicht nochmal rausschleichen. Dann markieren wir die Stelle und gehen wir direkt hin. Sollte nicht so weit sein. 190 Meter. Tut mir leid, Juna. Tut es dir nicht? Weißt du noch, der alte Fischer mit 6 Zehen? Wohnte er nicht in einem dieser Häuser? Wechsle nicht das Thema. Juna, was macht er denn hier? Er sollte nicht herkommen. Ich wollte helfen, Fürst Sakai. Aber in Yarikawa wäre ich nutzlos. Lieber nutzlos als tot. Wir suchen vermisste Soldaten. Damit kennt ihr euch nicht aus. Ich kann's lernen. Und werde euch nicht im Weg sein. Gut. Seid vorsichtig. Und hört auf eure Schwester. Ja, mein Herr. Eine Spur von den Schützen? Sie wurden in der Gegend gesehen. Doch nicht von uns. Sehen wir uns um. Hat sie getötet. Wir waren's nicht. Pfeilwunden. Wo sind die Pfeile? Rausgezogen. Zum Wiederverwenden. War wohl ein guter Schütze. Spuren. 3, 4 Mann. Seht ihr, wohin sie gingen? Finden wir es raus. Früher fingen wir hier draußen Grillen. Mindestens einmal pro Woche. Dann bauten wir ihnen kleine Bambuskäfige. Weißt du noch, warum wir hier waren, um Grillen zu fangen? Nein. Um dich von Mutter wegzubekommen. Wenn sie wütend war und jemand die Schuld geben wollte, die Grillen beschäftigen. Habe ich die Spuren verloren? Nee, eindeutig. Hier gehen die nach oben. Führen zu diesem Haus. Wohnte hier nicht ein Samurai? Er gewann doch gegen diesen... Taka! Loslassen, Bärchen. Ja, so.
Ah, ich weiß, Pfeil und Bogen. Tut mir leid. Du musst vorsichtiger sein. Wir sollten im Haus nachsehen. Ich suche hier draußen. Pfeilspitzen, Bogen sehen, Fell für Klebstoff. Der Bär hat ihnen fast alles weggefressen. Vielleicht lebe ich deshalb noch. Er war nicht hungrig. Gosamatten. Sie haben hier geschlafen. Zumindest hat der Bär sie nicht erwischt. Die Schützen waren wohl hier. Jin! Tucker! Ich habe etwas! Hör. Das Feuerholz ist noch warm. Die Schützen haben im Haus übernachtet. Sie können nicht weit sein. Fünf Leinen? Hatten wir nicht vorhin Leinen sogar gebraucht, benötigt? Wartet mal. Ausrüstung, Kleidung? Seide war es. Sorry, Seide. Seht ihr, zweimal Seide. Die Vorräte sind schnell gesammelt. Vielleicht können wir die sogar eintauschen, kaufen. Müssen wir mal sehen bei den Händlern. Jetzt müssen wir erstmal sehen, wie es hier weitergeht. Sie haben den Mongolen die Sprengfässer gestohlen. Hm. Ich mag diese Schützen. Hier sind Spuren. Da sind sie. Eilen den Hügel hoch zu diesem Felsgrat. Sie verstecken sich nicht grundlos. Haltet den Kopf unten und seid leise. War schon spannend heute. Eine schöne Geschichte. Oh. Ein Samurai! Lebendig! Kommt hierher! Ihr müsst die Schützen aus Yarikawa sein. Was von ihnen übrig ist. Wir wollten ein Mongolenlager plündern und wurden erwischt. Wir entkamen nur knapp. Was ist mit den anderen? Gefangen. Wir verfolgten sie hierher. Wir helfen bei der Befreiung. Ihr seht mir nicht nach Anfängern aus. Ich bin Daikoku. Jin Sakai. Sakai, hä? Na, solange ihr kein Shimura seid. Sehen wir uns mal das Lager an. Wenn er wüsste. Gefangenenkarawane. Die Mongolen sind bereit zum Aufbruch. Sie wollen zur Garnison am anderen Ende von Alt-Yarikawa. Wir müssen jetzt zuschlagen, bevor sie aufbrechen. Da, eure Schützen. Sie sind wohlauf. Je früher wir sie befreien, desto besser. Nur nichts überstürzen. Wir wissen, wo sie hinwollen. Wir können sie in einen Hinterhalt locken. Kein gutes Gelände für einen Hinterhalt. Was ist mit Alt-Yarikawa? Dächer zu beiden Straßenseiten. Wir können den geklauten Sprengstoff benutzen. Den habt ihr entdeckt, hm? Gefällt mir, wie ihr denkt. Gut. Los, kommen wir den Mongolen zuvor. Die Mongolen ziehen hier entlang. Taka, geh in eins der Häuser. Nein, ich bleibe hier draußen. Ich kann auch kämpfen. Jin, sag's ihm. Tucker kann selbst entscheiden. Dann passt du auch auf ihn auf. Tucker, ab ins Haus. Habt ihr Angst? Nein. Nicht wirklich. Ein bisschen. Yuna hat niemals Angst. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Auch wenn es nicht so aussieht. Wir alle haben manchmal Angst. Sogar Yuna. Sogar ihr? Ja, als die Mongolen meinen Onkel gefangen nahmen, hatte ich Angst, den letzten Teil meiner Familie zu verlieren. So geht es eurer Schwester mit euch. Ohne sie
wäre ich tot. Ich auch. Da sind sie. Ich schieße auf die Fässer, wenn sie ganz nah sind. Fürst Sakai, ich bin nicht bereit. Ihr schafft das, Taka. Nehmt eure Angst und nutzt sie. Ja, mein Herr. Jetzt, mein Herr? Noch nicht. Jetzt sind sie nah genug, oder? Keine Gnade! Ich bin ja nicht so der Bogenschütze. Ich würde mal sagen, wir gehen runter. Was für eine Blutlache. Ja, wisst ihr, warum mir diese Sprengladung nichts tun? Da gab es einen Skill, den ich glücklicherweise gelevelt habe. Zurück zur Yarikawa-Festung. Ja, sofort. Ich weiß, ihr seid in Sakai. Doch ihr sagtet nicht, dass ihr der Geist seid. Helft ihr uns, die Belagerung zu beenden? Wenn Uchimasa das erlaubt. Dafür werde ich sorgen. Die Geschichten stimmen also. Ich kenne niemanden, der so kämpft wie ihr. Taka, geh mit Daikoku. Ich will mit Jin reden. Wir sehen uns zu Hause. Wir haben es geschafft. Taka hätte sterben können, Jin. Ich sah ihn fallen. Ihm geht's gut. Er hat alles gut gemeistert. Er hätte nicht kämpfen dürfen. Yuna. Ich weiß, du willst ihn beschützen. Aber du bremst ihn aus. Taka ist kein Kämpfer. Er könnte einer werden. Du kennst meinen Bruder nicht so gut wie ich. Du kannst ihn aber nicht immer in Schutz nehmen. Ich weiß, was das Beste für Taka ist. Du sorg dich um deine Familie. Ich muss jetzt zurück. Wir müssen die Belagerung zerschlagen. Wir sehen uns dort. Fürst Sakai! So, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt wieder eine Menge Spaß gehabt, eine gute Unterhaltung gehabt.
und lasst gern ein Däumchen da. Da freue ich mich wieder drüber. Und dann bis zum nächsten Mal.